Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Wir sind versammelt am Vorabend des Hochfestes der Aufnahme Mariens in den Himmel. Die Kirche bekennt die schöne Wahrheit, dass Maria nach der Vollendung ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen worden ist, und zwar im Hinblick auf die erlösende Gnade Jesu Christi. Und diese Wahrheit über Maria ist zugleich eine wunderbare, optimistische, großartige Aussage über uns, über alle, die zu Jesus Christus gehören und die das Ziel der Vollendung und der Erlösung zusammen mit Maria und allen Heiligen erwarten. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als Jesus zum Volk redete, erhob eine Frau aus der Menge ihre Stimme und rief ihm zu: Selig der Schoß, der dich getragen, und die Brust, die dich gestillt hat. Er aber erwiderte: Ja, selig sind vielmehr, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben im Evangelium diesen kurzen Jubelruf der Frau aus der Menge gehört. Selig der Schoß, der dich getragen und die Brust, die dich gestillt hat. Sozusagen der Uranfang der Marienverehrung, dass Maria selig gepriesen wird, weil sie Jesus zur Welt gebracht hat. Und damit ist von Anfang an das Entscheidende über die Verehrung Marias gesagt. Sie wird verehrt, weil sie in dieser engsten Beziehung zu Jesus steht, weil sie ganz und gar diese lebendige Verbindung mit ihm hat. Und Jesus nimmt das zustimmend auf, aber er erweitert diese Seligpreisung noch. Er erweitert sie, indem er alle mit einbezieht, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Maria gehört ja in hervorragender Weise zu denen, die das Wort Gottes hören und es befolgen. So wird sie uns vor Augen gestellt in den Evangelien, als die, die dem Wort Gottes geglaubt hat, als die, die vertraut auf das, was ihr der Engel ankündigt, auf die, die ihr volles Vertrauen auf Gott setzt. Und wir dürfen mit dabei sein bei dieser familiären Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir dürfen mit dabei sein bei denen, die von Jesus selig gepriesen werden. Aber das, was wir heute feiern, dass Maria mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen worden ist, das ist doch nun wirklich etwas so über alles Menschenmaß hinausgehende, dass es Maria scheinbar auch wieder von uns entfernt und von uns trennt. Nein, ganz und gar nicht. An Maria können wir das zwar in hervorragender Weise sehen, dass sie die ganz Erlöste ist, denn sie ist die, die von der Verderbnis der Sünde verschont worden ist, und daher kann sie auch zunächst und als Erste von der erlösenden Gnade Gottes ergriffen werden. Aber auch wir glauben, dass in der Taufe die Kraft des Bösen bei jedem von uns gebrochen ist. Auch wir dürfen das feste Vertrauen haben, dass wir nicht rettungslos verloren sind, weil wir doch zu Jesus Christus gehören, weil wir als getaufte Christen ihm entgegengehen, seine Brüder und Schwestern sind. Daher dürfen wir mit großem Optimismus sagen, dass auch wir auf das Ziel der Erlösung vertrauen,
dass auch wir darauf vertrauen, dass wir mit unserem ganzen Menschsein, mit allem, was zu uns gehört, mit unserer ganzen Geschichte, mit all unseren Erlebnissen, mit allem, was uns mit dieser Erde verbindet, dass wir mit all dem erlöst, befreit in die Gemeinschaft zu Gott und in die wunderbare, erlöste Gemeinschaft untereinander gebracht werden können. Das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel soll uns in diesem wunderbaren Vertrauen, in diesem über alles hinausgehende optimistischen christlichen Menschenbild wieder neu bestärken. Amen.